Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir euch mal einen künstlichen Tannenbaum von der Firma Balsam Hill vorstellen. Wir hatten es diesmal überlegt, uns einen künstlichen Tannenbaum anzuschaffen, da wir jedes Jahr einen neuen Tannenbaum beschaffen. 3-4 Wochen steht er, dann wird er wieder abgebaut, entsorgt, Nadeln fallen hin. Wir hatten einfach keine Lust mehr zu. Wir holen uns einen künstlichen Tannenbaum, den können wir jedes Jahr wieder auf- und abbauen. Der sieht immer gleich aus, ist immer schön und den können wir jahrzehntelang nutzen. Wir haben uns eine Nordmann-Tanne geholt. Der ganze Baum ist 2,13 Meter hoch und hat einen Umfang von 1,37 Meter. Wir haben uns dazu entschieden, unsere Nordmann-Tanne mit LED-Lichter zu kaufen. Mehr dazu später. So, fangen wir beim Unboxing an. Das Ganze kommt in einem großen Paket an. Der Baum besteht aus 3 Teilen, wie ihr später sehen werdet. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was alles an Zubehör mit beiliegt. Mit dabei ist eine Aufbewahrungstasche. Und diese kleine rote Tasche hier. In dieser kleinen roten Tasche befinden sich 2 Paar Handschuhe in zweierlei Größen, ein Aufsatz für den EU-Stecker, damit wir den auch hier betreiben können, und unten das aussieht wie ein roter Spatel, das ist, um die Kerzen wechseln zu können. Ersatzleuchtmittel für die LED-Kerzen, eine Anleitung für den Aufbau und dann packen wir auch schon weiter aus. Der Baum besteht aus 3 Teilen plus dem Baumständer. Hier wird nochmal ganz kurz erklärt, wie ihr anfangen müsst. Der Baumständer wird aufgeklappt. Dort gibt es eine Lochung mit Gewinde für die Schraube. Wenn ihr den richtig aufgeklappt habt, passt das Gewinde überein mit der Lochung sozusagen und ihr könnt die Schraube durchdrehen und damit den Ständer und den Baum nachher sichern. Hier wird nochmal beschrieben, dass der Baum aus 3 Teilen besteht, die einfach nur zusammengesteckt werden. Dazu sollte erwähnt werden, wenn der Baum bei euch ankommt, sind die einzelnen Teile beschriftet mit Sektion 1 bis 3. Sektion 1 ist das unterste Teil, Sektion 3 das oberste. Dann wird quasi gesehen Sektion 1 einfach in den Baumständer gesteckt. Die Schraube haben wir schon mal leicht angedreht. Wir werden jetzt mit der Schraube den Stamm quasi festklemmen, damit der nicht mehr rausgehoben werden kann. Nachdem wir die Sektion 1 des Baumes im Ständer befestigt haben, müssen wir diesen noch auseinanderklappen und die Äste richten. Für das allererste Mal müsst ihr die Äste ein bisschen zu den Seiten biegen, damit der fülliger aussieht und natürlicher wirkt. Das braucht ihr also nur einmal machen, nicht jedes Jahr, das wird einmal gemacht und ihr könnt den Baum nachher auch wieder so wegpacken. Dazu liegen übrigens auch die Handschuhe mit bei, weil das ist schon eine etwas pieksige Angelegenheit. Die LED-Kerzen sind von Werk aus schon bereits im Baum vorinstalliert und müssen nicht mehr per Hand eingezogen werden. Und auch wieder bei der zweiten Sektion ist das allererste Mal aufbauen, die Äste wieder runterklappen und alles schön daherbiegen, damit es wieder fülliger aussieht. Das Schöne an dem Baum ist, dass die Äste nicht nur fest verbunden sind, also nicht gesteckt werden müssen, sondern auch dieses Easy-Plug-System. Jeder Stamm ist quasi mit einem männlichen und weiblichen Stecker ausgestattet. Ihr braucht ihn nur ineinander stecken und somit hat dann Sektion für Sektion automatisch Strom. Hier in dem Beispiel seht ihr schön, Sektion 1 und 2 haben bereits Strom. Sobald wir die oberste Sektion 3 einstecken, wird diese automatisch mit Strom versorgt. Kommen wir zu den LED-Lichtern. In unserem Fall hat unsere Nordmann-Tanne 750 LEDs verbaut. Laut Herstellerseite sind die LEDs weiß, geben aber ein warmes Licht wieder. Und wie man sehen kann, kommen diese Candlelight-Kerzen den alten Baumkerzen von der Farbtemperatur, also von der Farbwärme her, relativ nahe. Sie geben ein angenehmes, schönes, warmes Licht ab. Wir sind begeistert. Hier könnt ihr in der Nahaufnahme mal eine dieser Candlelight-Kerzen betrachten. Diese sind separat an der Seite mit so einem Plastikstift gesichert. Also um diese zu wechseln, braucht ihr tatsächlich das rote Wechselwerkzeug. Hier in dem Bild kann man schön erkennen, im unteren Bildschirmrand, auch wenn eine der Kerzen kaputt ist, leuchten die anderen Candlelight-Kerzen weiterhin. Hier sehen wir mal das Netzteil, also den Trafo mit zweierlei Aufsätzen, mit dem europäischen und dem englischen Stecker. Die Kabellänge des Netzteiles beträgt ungefähr 3 Meter. Kommen wir zu den Nadeln. Der Baum hat zweierlei Nadeltypen verarbeitet. Einmal die True Needle, die wir gerade sehen können, und die Classic Needles. Die True Needles sind zu 70% im Baum vorhanden und die Classic Needles zu 30%. Der Vorteil an den True Needles ist,
dass sie aus einem Spritzgussverfahren aus PE-Plastik bestehen, sie die Form echter Nadeln haben, sie pieksen auch ein wenig wie echte Nadeln. Es sind verschiedene Farbpigmente mit eingearbeitet, sodass es realistischer wirkt und auch die Unterseite ist so mit silbriger, grauer Farbe gestaltet, sodass der Baum, wenn man den von der Seite betrachtet, dass das Ganze etwas realistischer wirkt. Die Classic Needle hier im Bild sind quasi gesehen zur Restfüllung, sodass der Baum einfach voller oder fülliger wirkt. Bei den Classic Needles oder den klassischen Nadeln handelt es sich um PVC-Streifen. Diese kennt man vielleicht von Weihnachtsgestecken oder anderen künstlichen Tannenbäumen. Die sehen so ein bisschen aus wie Plastikstreifen, mal ganz böse gesagt. Hier in dem Bild kann man auch mal beide Nadeltypen sehen. In der Mitte die klassische und links die True Needle. Also die True Needles sorgen dafür, dass der Baum realistisch aussieht. Würde der Baum nur aus den klassischen Nadeln bestehen, würde der uns persönlich nicht gefallen. Dadurch, dass er nur zu 30% aus den klassischen Nadeln besteht als Füllmaterial, wirkt das wunderbar und wie ein echter Baum. Hier in dem Bild seht ihr mal den Klappmechanismus der Äste und wie diese befestigt sind. Letztendlich ist das eine Schraube, die durchgesteckt wird durch die Führung und durch den Ast und auf der anderen Seite mit einer Plastik-Kontermutter gesichert wird sozusagen. In unserem Fall haben leider 3 der Schrauben gefehlt, aber keine Sorge, es liegen Ersatzschrauben und Ersatz-Plastik-Konterscheiben mit dabei, sodass ihr die Äste einfach wieder befestigen könnt. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass eine rote Tasche für die Lagerung des Baumes mit beiliegt. Dieser Baum passt auch in diese Tasche rein, ohne dass ihr die ganzen Äste wieder zurückbiegen, also flach biegen müsst. Ihr geht einfach hin, entschmückt den Baum, klappt die Äste hoch, nehmt das rote Band, was dabei war, um die Äste ein bisschen zu bündeln und legt die 3 Sektionen des Baumes plus Baumständer in diese Tragetasche rein und das passt. So, ich hoffe, euch hat das Video, die Vorstellung zur Nordmann-Tanne von Balsam Hill gefallen. Jetzt noch ein paar Randinformationen. Ich hatte schon erwähnt, die Kabellänge des Netzteils beträgt in etwa 3 Meter. Ihr habt 3 Jahre Garantie auf dem Baum. Der Versand wird angegeben mit 5 bis 7 Tage, kostenlos über UPS. In unserem Fall hatten wir sonntags bestellt und der war schon am Dienstag da. Also 2 Tage Versand, super schnell und das eine Woche vor Weihnachten. Top Daumen hoch kann man da nur sagen. Wir hatten eine Woche vor Weihnachten ordentlich Prozent drauf bekommen. Auch nach Weihnachten gibt die Seite Balsam Hills noch viel Prozente. Also ich habe mal grob überschlagen, 20 bis 40% Rabatt sind drin. Die Bäume sind nicht günstig, das muss man an der Stelle mal erwähnen, aber sie wirken wirklich realistisch. Durch diesem True Needle Verfahren sieht man auf den ersten Blick eigentlich nicht, dass es ein künstlicher Tannenbaum ist. Wir sind begeistert von unserem Baum. Wir haben jedes Jahr einen gleichbleibend schönen Tannenbaum. Die Nordmann-Tanne von Balsam Hills ist überall gleich gearbeitet, also gleichfüllig. Man muss sie nicht drehen, wenden, bis man eine schöne Seite erst herausgefunden hat. Das gefällt uns sehr gut, besonders wenn man die in einem offenen Raum stehen hat, so wie wir. Das Easy-Plug-System ist wunderbar einfach. Einstecken, Licht und Strom ist da. True-Needle-Verfahren sieht sehr realistisch aus. Und die Candlelight-Kerzen, die am Baum fest verbaut sind, in unserem Fall, es gibt die Bäume auch ohne die Kerzen. Diese Candlelight-Kerzen sehen wunderschön aus, haben ein warmes Licht und gefallen uns super gut. Wir können den Baum wirklich nur empfehlen, auch wenn er nicht billig ist. Ihr schafft euch einmal so einen Baum an und könnt ihn jahrzehntelang nutzen und immer schön in der roten Tasche verstauen und auf den Speicher in den Keller oder wo auch immer hinpacken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Schreibt gerne was in die Kommentare und über ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. Bis dahin, euer Team von 2 Testen.